Alright, this is me leaving Berlin. Please turn left in 200 leaving meters. Leaving for Berlin. I'm in news now. So it's saying 565 kilometers. Driving, roughly estimated at 4:38, my arrival time. I usually don't take a break. Now turn left. I have to get gas at the moment.
Kita-Personal sorgen. Eins live. Sektorwetter. Alright, so got gas for about 80 euros roughly. Close to 60 liters. My tank was on reserve. And I'm in a place called Neuss. I'm heading to Berlin. Roughly 5 hours of driving. This old he's not gonna walk. He shall wait for the kingdom to pass. Alright, so it rained last night, so the roads are still soaking and stuff, so but for me, I love driving, so this 5 hours should go really quick. Prepare to turn right. Car like this. Please turn right in 300 meters and continue to follow B9. And this is actually making me lean towards the M6. Not a 6 series in particular, but an M6 coupe. I think might be a better choice for me. Now so turn much right. In this car. There's Wi-Fi, there's hotspots, Bluetooth. The X-Drive system in this car is just awesome. And the mileage that this thing gets, on a diesel particularly, is really nice, but I don't know about petrol. Petrol is usually. Hi Alex, was ich dir erzählen kann, ist, dass ich jetzt endlich einen festen Job habe, nach der langen Suche, nach der Ausbildung. Hallo Alexander, also während du weg warst, bin ich das erste Mal in meinem Leben in New York gewesen. Unglaubliche Stadt, und wenn du dort noch nicht gewesen bist, musst du über Staus. An denen wir glaubten, wir hätten dazu ein Kulthit von Nicholas Lopez. Das ist der beste Mix. Radio Bell. Cool,
Please turn left in 300 meters onto A46. Die Revolution, die ging ja. An Bord der ISS sind jetzt noch zwei Russen und ein Amerikaner. Aus Brasilien war das Topo hier in Funkhaus Europa. Am Montagmorgen, Mittag schon, 12.08 Uhr, gefühlt wie Montagmorgen. Fast eins. Now turn left. Für ihn eigentlich wichtig war.
uns liegen keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Und das freut uns, denn so sind auch ganz ohne Staus zwei berühmte Menschen.
all over the weekend to let you think about it. Nach Gewalt und Konfrontation. Dazu erklären. Nickelback sind das natürlich. Chad Gregor von Nickelback ist im Studio und der Gitarrist. Heute Nachmittag hier in Köln beteiligen werden sich Politiker, Kölner Musiker und beteiligen werden sich auch die Schauspieler des Kölner Schauspiels. Die Dramaturgin Nina Rühmeier ist im Studio. Guten Tag. Guten Tag. Aber es ist 20.000 people who have just Ich glaube, der Song spiegelt das wieder. Ja, die Songs. Das heißt, das wurde mit Absicht so gemacht. Was sind denn schon wieder? No. Nein. Nein, das war keine Absicht, das war ein Zufall. What You're Waiting For ist die aktuelle Radiosingle, die uns die Wartezeit bis Freitag bis zum neuen Album verkürzt, die auch die WDR2-Hörer schon kennen. Da ist viel Synthesau.
Assalam. Bas theek thaak. Nikle ha, late nikle ha bahut. Raati late ho gaya sa, sveer late uthe ha. Te acha koi nahi koi. 4:30 tak ke navigation 4:30-5:30. ਅੱਛਾ 4:30-5:30 ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਗਲ ਗੱਡੀ ਡਰਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਆ ਜੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆਹੋ ਆਹੋ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਕੇ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਓਕੇ
child sex attacks and has been remanded in custody. Sergeant Nick Lidstone from Barrington in Cambridgeshire pleaded guilty to 13 offences against one girl. Austin ist in Steinmeier gebaut, hält sich derzeit in Kasachstan auf. Aus Astana, Christina Mark. Eindringlich warnte Steinmeier vor einer erneuten Zuspitzung des Ukraine-Konflikts. Forderte alle Beteiligten, auch Russland, auf, wieder auf den Boden der Waffenstillstandsvereinbarung von Minsk zurückzukehren. Wir müssen jetzt, sagte er wörtlich, sehr Acht geben, dass wir nicht zurückgeraten in einen Zustand militärischer Auseinandersetzungen, den wir schon überwunden glauben. Seit dem Wochenende werden wieder verstärkt Kämpfe in der Ostukraine gemeldet. Steinmeier wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Das Investitionsklima in dem zentralasiatischen Land sei nach wie vor günstig, erklärte der SPD-Politiker. Die deutschen Unternehmen hoffen unter anderem vom weiteren Ausbau der Infrastruktur in dem Land zu profitieren. Nach dem Lokführerstreik in der vergangenen Woche fahren die Züge der Deutschen Bahn ganz überwiegend wieder im Takt. Allerdings steht derzeit noch nicht fest, wann sich Vertreter der Bahn und der Gewerkschaft der Lokführer wieder an den Tisch setzen. Kritisch äußerte sich heute der Vorsitzende der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVP. Aus Berlin, Salva Renner. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Alexander Kirchner warf dem GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Ich befürchte, wenn diese Haltung weiter so besteht, wird es zu weiteren Streiks kommen, sagte Kirchner in Deutschlandfunk. Der EVG-Chef forderte die GDL erneut zu einer fairen Zusammenarbeit auf. GDL-Chef Weselski stellt im Morgenmagazin dagegen eine Lösung des Tarifkonflikts noch vor Weihnachten in Aussicht. Ob bzw. wann die Bahn und die GDL an den Verhandlungstisch zurückkehren, ist aber noch unklar. Rund 10 Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen haben CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ministerpräsident Tillich, CDU-Fraktionschef Kupfer, Landesfraktionschef der SPD, benennen. Diese Ministerin wird aber kein eigenes Ministerium haben. Neu ist das nicht. Mitte der 90er Jahre gab es in Sachsen bereits eine Ministerin für Gleichstellung von Frau und Mann. Und auch Stanislaw Tillich war im Kabinett Biedenkopf Staatsminister für Europaangelegenheiten ohne eigenes Ministerium. Über die Besetzung der Ministerposten ist noch nichts bekannt. Am Mittwoch soll Tillich vom Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Am Donnerstag sollen die Minister und Ministerinnen vereidigt werden. Der deutsche Astronaut Gerst ist am frühen Morgen wieder sicher zur Erde zurückgekehrt. Fast ein halbes Jahr hat er auf der internationalen Raumstation ISS geforscht. Die Sojus-Kapsel, in der sich neben Gerst auch ein russischer und ein amerikanischer Raumfahrer befanden, landete in der kasachischen Steppe. Aus Moskau, Markus Samba. Die Erde hat ihn wieder. Alexander Gerst präsentierte sich nach der Landung in Kasachstan auffallend fit und reckte die Faust nach oben, trotz der Strapazen des mehrstündigen Fluges in der engen Soyuz-Kapsel. Und Alexander Gerst ist zu Scherzen aufgelegt. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, verkündete er per Twitter. Nur die Schwerkraft zieht mich etwas runter. Noch heute Abend soll Alexander Gerst in Köln eintreffen. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt steht ihm ein mehrwöchiges Programm aus medizinischen Untersuchungen und Rehabilitation bevor. Denn der menschliche Körper verändert sich durch die lange Zeit in der Schwerelosigkeit. Die Flüchtlingspolitik und die anstehende Bundestagsdebatte zur Neuregelung der Sterbehilfe. Das waren bislang die entscheidenden Themen auf der Jahrestagung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Bevor morgen der Nachfolger für den zurückgetretenen Ratsvorsitzenden Schneider gewählt wird, diskutierte das Kirchenparlament auch über Probleme der Digitalisierung. Aus Dresden, Mechthild Baus. Kurzgebete über Twitter, Kirchenlieder auf YouTube und virtuelle Kirchen im Netz, all das gibt es schon. Und in Zukunft will die Evangelische Kirche die sozialen Medien noch intensiver nutzen, um auch die junge Generation besser zu erreichen. Aber die Kirche sieht auch die Risiken. Die Ausbeutung von Daten durch kommerzielle Unternehmen und eine staatliche Überwachung. Deshalb macht sie sich für den Datenschutz stark. Sie will sich aber nicht aus der digitalen Gesellschaft zurückziehen, sondern stattdessen die medienethische Diskussion und die digitale Bildung befördern. Nicht zuletzt geht es auch um das Urheberrecht, zum Beispiel um die Frage, ob der Text der Lutherbibel allen Nutzern kostenfrei zur Verfügung stehen darf. Das Wetter heute ist es stark bewölkt oder bedeckt, vor allem in der Westhälfte kann es regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad in Donaunähe bis zu 14 Grad am Niederrhein.
Nachts im Süden und Südwesten teils auch etwas Regen, sonst ist es meist trocken. Gebietsweise muss mit Nebel gerechnet werden, 8 bis 2 Grad. Die Aussichten, morgen ist es teils sonnig, teils bedeckt, überwiegend trocken, 12 bis 16 Grad.
hier im Deutschlandradio Kultur. Es ist schon ein paar Monate her, aber der Image-Schaden war und ist groß für Neuland, diesen eigentlich doch sehr renommierten Fleischerzeugerverband, der ja sehr auf Tierschutz achtet, laut offiziellen Ankündigungen jedenfalls, und für dessen Produkte man ja deutlich mehr ausgeben muss als bei konventioneller Produktion. Und der doch eben unter seinem Label Fleisch verkauft hat, das sagen zumindest die Ermittlungen, dass eben nicht der artgerechten Tierhaltung entspricht, sondern eben ganz konventionell erzeugt wird für den Eckstein in dem Netzwerk. Qualitätsfleisch aus besonders artgerechter und umweltschonender Tierhaltung. Damit wird das Label Neuland. Damit werden die drei Verbände, die hinter Neuland stehen, der Bund Umwelt- und Naturschutz, der Deutsche Tierschutzbund und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Diese vermeintlich geballte Kompetenz in Sachen Tier- und Umweltschutz verlieh Neuland lange Zeit große Glaubwürdigkeit. Die Kunden waren bereit, für das Fleisch deutlich mehr zu bezahlen. Der Schock kam im April diesen Jahres. Die Wochenzeitung Zeit deckte auf, dass ein Geflügelbauer aus Niedersachsen jahrelang und massenhaft konventionell gezüchtete Hähnchen mit Neuland-Ziegel verkauft hat. Bei Neuland bemühte man sich, den Skandal kleinzureden. Man sei von einem einzelnen Zulieferer getäuscht worden. Doch der Geflügelbauer wehrte sich gegen die Anschuldigungen. Neuland habe von ihm immer mehr Hähnchen gefordert. Und Neuland habe gewusst, woher diese stammten. Kurz darauf folgten weitere Enthüllungen über Betriebe in Süddeutschland. Auch dort wurde offenbar Hähnchen- und Lammfleisch als Qualitätsfleisch von Neuland verkauft, obwohl es ganz anderer Herkunft war. Zudem seien Tiere in einem Schlachthof von Neuland gequält worden. Im Juli ließ die Staatsanwaltschaft Oldenburg schließlich Geschäftsräume von Neuland durchsuchen. Die Ermittlungen gegen einen Zulieferbetrieb, aber auch gegen einen ehemals Verantwortlichen aus der Führung von Neuland dauern an. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts auf Betrug. Bei Neuland selbst sind die Aufräumarbeiten noch immer in vollem Gange. Die kritische Berichterstattung dürfte zu erheblichen Einbußen geführt haben. Zahlen möchte man bei Neuland jedoch nicht nennen. Auf Nachfrage betont Bundesgeschäftsführer Jochen Detmar, dass man zurzeit mit der Erarbeitung neuer Richtlinien und Kontrollsysteme beschäftigt sei. Ein konkretes Konzept soll Ende des Jahres beschlossen werden. Philipp Eckstein über die Folgen des Biofleischbetrugs bei Neuland. Nun beginnt also heute in Frankfurt am Main das Branchentreffen der Fleischindustrie. Irgendwie ein seltsamer Name, Fleischindustrie, aber vielleicht sind wir damit schon beim Thema, bei der Kombination dieser beiden Begriffe. Also nennen wir sie vielleicht Vertreter der Fleischproduzenten. Heute also in Frankfurt am Main treffen sie sich, um über Zukunftsfragen der Branche zu reden, und mit dabei auch Verbraucherschützer, unter anderem Hartmut König von der Verbraucherzentrale Hessen. Er ist dort Leiter der Fachabteilung Lebensmittel und Ernährung. Schönen guten Tag. Ja, seien Sie gegrüßt. Kann man nun nach diesem Skandal bei Neuland, diesem Label, interessiert, sondern...
Magans aus dem MDR-Jump-Verkehrszentrum mit einer Sofortmeldung. Die Autobahn 9 Richtung Berlin ist gesperrt zwischen Kreuz-Silbertal und Bad Dürrenberg nach Anschiefall. Vergangene Woche, als ein Selbstmordattentäter bei einer Feier zum schiitischen Ashura-Fest 15 Menschen mit in den Tod riss. Nun sind die Terroristen offenbar wieder zugeschlagen. Anwohner der Schule in Potiskum vermuten, es könne sich auch diesmal um einen Anschlag von Boko Haram handeln. Vorher gesagt, um einen... I let my conscience work overtime to keep my heart mellow and sweet. Started out... Quadi. Deine Lieblingshits gibt's hier. Because you know I'm all about the bass, about the bass. Don't chill, I'm all about the bass, about the bass. 89.0 RTL. Da dreh ich auf. Mega geil. 89.0 RTL. Die besten Hits von heute.
89.0 RTL spielt hier die besten Hits von heute. Und der hier gehört gerade zu den meistgelikten Hits im Sektor. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Hatten sie vor allem Parkplätze durchkämmt, um den blauen Ford Puma zu finden, mit dem die Männer zuletzt unterwegs waren. Unterdessen geht die Bielefelder Polizei weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung nach, um das Verschwinden zu klären. Beide sind nach einem Disco-Besuch am vergangenen Wochenende spurlos verschwunden. In Bielefeld gibt es mehr alleinerziehende Mütter als Väter. Das ist ein Ergebnis des Zensus 2011. Insgesamt gibt es rund 7.130 Alleinerziehende in unserer Stadt. 6.180 davon sind Frauen, 950 sind Männer, die ihre Kinder allein großziehen. Laut Statistik macht das einen Anteil von 8% aller Familien in Bielefeld aus. Die höchsten Anteile alleinerziehender Eltern gibt es in einigen Städten im Ruhrgebiet, aber auch in Soest und in Herford. 14.000 Euro für die Bildung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt. Das ist das Ergebnis des 5. Benefizlaufes der Bielefelder Frauen in Bewegung. Ende August hatten 4 Frauenclubs den Lauf für den guten Zweck veranstaltet. Es waren der Bund Deutscher Akademikerinnen, der Inner Wheel Club, der Club Soroptimist International und der Sonntagclub Bielefeld. Die Erlöse des Laufes gehen jetzt an den Verein Tabula, der unter anderem Lesepatenschaften für Grundschüler vermittelt. Und jetzt das Neueste aus Deutschland und der Welt. Der Bundesnachrichtendienst will anscheinend gezielt Sicherheitslücken in Programmen aufkaufen. Damit wolle der BND die verbreitete SSL-Verschlüsselung aushebeln, schreibt der Spiegel. Experten rechnen in den nächsten Monaten mit einer steigenden Zahl von Ebola-Verdachtsfällen in Deutschland. Zum einen kämen deutsche Helfer aus Westafrika zurück, zum anderen beginne die Grippesaison, heißt es. Ein schwerer Bombenanschlag auf eine Schule im Norden Nigerias hat mindestens 30 Menschen in den Tod gerissen. Der Sprengsatz detonierte, als sich die Schüler auf dem Schulhof zum Morgenappell versammelt hatten. Das berichtet eine nigerianische Zeitung. Das Radio Bielefeld-Wetter. Der Himmel über Bielefeld bleibt meist dicht bewölkt. Nur ab und zu kämpft sich die Sonne durch, dazu nicht wärmer als 10 Grad. In der Nacht klart der Himmel auf und es wird frisch bei um die 4 Grad. Ab morgen dann wieder mehr Sonne, es bleibt aber kühl. Radio Bielefeld, Blitzer und Verkehr, soweit alles frei auf den Straßen. Aber ein Blitzer ist gemeldet, der steht in Brake an der Glückstädter Straße und geblitzt wird in Fahrtrichtung Brakerstraße. Kommen Sie gut an. Radio Bielefeld am Mittag. Bundesrates steht Operationen auf dem chinesischen Im Zentrum ist die rechte Spur nach einem Julius Mozart in der Reihe Literatur, Sport. Don't worry, be happy. Fahrt bei längerem Nebel. Für die Region Hannover und das Weserlein.
meistgehörte Sender im Osten, MDR Jump. Tolle Stimme. Es kann nur eine geben. Adele, Skyfall, 13.41 Uhr. MDR Jump am Mittag mit Marco Ramm. So, wie ist es denn bei Ihnen? Achten Sie beim Einkaufen darauf, wo das Produkt eigentlich herkommt? Also Lebensmittel aus der Region boomen momentan. Wo regional draufsteht, da greifen wir Deutschen gerne und guten Gewissens zu. Das Problem ist nur, dass nicht überall, wo regional draufsteht, auch ein Stück Heimat drin ist. Unsere Fernsehkollegen haben sich die Tricks der Marmeladenindustrie abgeschaut und getestet, wie wir Verbraucher da reingelegt werden. MDR Jump-Reporterin Julia Zeisler hat den Film dazu gemacht. Der kommt heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten. Juliane, wenn draufsteht, dass die Marmelade aus der Region ist, da gehe ich doch davon aus, dass es stimmt.
Prozent oder wie? Das denkt der Verbraucher. Das haben wir auch in unseren Umfragen festgestellt. Aber das ist leider nicht immer so, denn es gibt hier keine Gesetze, die das vorschreiben. Man kann bei verarbeiteten Lebensmitteln, also Marmelade zum Beispiel, alle Obstsorten nehmen, die man möchte, auch aus dem Ausland und regional draufschreiben. Bitte? Das heißt also, man kann in Sachsen die Firma haben und die Früchte im Ausland einkaufen und dann zubereiten und dann hat man eine regionale Marmelade? Genau, das kann man machen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns Sachsenfrucht genannt, unsere Marke, unsere Marmelade. Und haben dann auch ein Siegel erfunden, Sachsens Beste heißt das. Auch hier sind keine Bedingungen dran geknüpft. Also jeder kann sich selber Siegel überlegen, Namen überlegen und dann seine Produkte als Regionalprodukte vermarkten. Habt ihr sie auch verkauft dann? Das haben wir nicht gemacht. Wir haben aber auf dem Leipziger Wochenmarkt einen Tag lang diese Marmelade vorgestellt. Wir haben eine Produkteinführung gemacht offiziell. Ja, die Passanten haben sehr interessant reagiert. Nämlich? Wir haben verschiedene Marmeladen gehabt. Wir hatten einmal unsere regional angebotene Marmelade, die eigentlich sehr schlichte Variante mit selben Inhalt, aber eben sehr schlicht. Zunächst haben wir gefragt, welche Marmelade würden Sie gerne probieren? Fast keiner wollte diese schlichte probieren. Die regionale kam total gut an. Also einfach nur, weil regional drauf stand, war die von vornherein im Auge des Verbrauchers schon angesehener. Ja, die Leute wollen einfach auch gerne die Region unterstützen. Man hört auch oft, dass regional das neue Bio ist. Denn diesem Bio glaubt man nicht mehr so richtig. Da gab es viele Skandale. Jetzt gucken die Leute, okay, ich kaufe es mir aus der Region, dann ist es gut, ich tue auch was Gutes für die Region. Und damit zahlen sie auch ein bisschen mehr. Das hat der Test im zweiten Schritt ergeben. Wir haben danach gefragt, was würden sie denn zahlen? Und so das Doppelte würden sie ungefähr zahlen im Vergleich Regionalmarmelade und schlichte Marmelade. So, da stelle ich fest, der Verbraucher hat an der Stelle, ich möchte nicht von Betrug sprechen, aber schon in das Licht geführt. Es ist eine Irreführung, so argumentieren auch viele Verbraucherschützer. Es ist aber auch legal. So letztlich fehlt es hier auch an einfach gesetzlichen Grundlagen, die mal definieren, was ist regional. Weil jeder darf diese Begriffe verwenden. Ja. Ich kann auf meine Marmelade ein Stadttor, ein Wappen machen, eine Stadt benennen. Und das Produkt kommt vom anderen Ende Deutschlands, das Obst vielleicht von einem anderen Kontinent. Das ist vollkommen egal und hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, mehr zum Thema regionale Täuschungen gibt es heute Abend ab 20.15 Uhr in der ARD, also im ersten im neuen Magazin Vorsicht Verbraucherfalle. Und es gibt noch mehr gute Themen, zum Beispiel teure Luft in großen Verpackungen und der große Schwindel mit den sogenannten Wellnesshotels. Heute Abend 20.15 Uhr im ersten. MDR Jump am Mittag. Einfach besser. Now turn left.
Musikmix. MDR Jump. MDR Jump. Thank you.